Die Debatte hat Roderich Kiesewetter für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere heutige Aktuelle Stunde hat gezeigt, dass wir die humanitäre Katastrophe in Syrien sehr ernst nehmen. Die Debatte hat aber auch gezeigt, dass wir gleichermaßen vor einem ungeheuren Vertrauensverlust der internationalen Gemeinschaft, der internationalen Institutionen stehen, weil die Vereinten Nationen, der Weltsicherheitsrat, handlungsunfähig ist. Und wir hören kein Wort von der Linkspartei, kein Wort, dass Russland fünfmal den Weltsicherheitsrat in der Syrienfrage blockiert hat. Kein Wort, dass Russland die Arbeit von de Mistura blockiert. Kein Wort dazu, dass Russland und auch der Iran in der Region ihre militärische Präsenz ungeheuer ausbreiten. Sie sind nicht nur auf diesem Auge blind, sie sind auch blauäugig, und eine rot-rot-grüne Kooperation darf auf diesem Auge nicht blind sein. Sie dürfen das nicht verschweigen, sie müssen sich bekennen, wo sie da stehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Europäische Union hat ungeheuer viel diplomatisch investiert in der Region. Ich erinnere an die E3+3-Gespräche in Wien, ich erinnere auch an die Genfer Gespräche zu Syrien. Und trotzdem stehen wir gewissermaßen vor einer Art Erpressung durch Syrien, Assad, durch Putin und auch durch den Iran, durch eine Erpressung, dass militärische Erfolge erzwungen werden und dass kein politischer Prozess über die Frage, wie geht es nach Assad weiter oder was ist in Genf vereinbart worden, freie Wahlen 18 Monate nach einem Friedensschluss, all das ist in weite Ferne gerutscht. Und für uns Europäer wird damit deutlich, wir stehen vor einem Dilemma. Einerseits sehen wir die Gefahr, wie zunehmend Flüchtlinge aus der Region weiter nach Europa kommen. Und wir sehen die Gefahr, dass wir erpressbar werden. Andererseits sind wir in unseren eigenen Handlungsmöglichkeiten beschränkt. Und ich möchte da drei Punkte aufzeigen, die mir am Herzen liegen. Und die Debatte war in weiten Teilen sehr ernsthaft geführt. Und ich möchte hier auch sehr ernsthafte Vorschläge machen. Erstens stimmt unsere Priorität, dass wir Assad so lange im Amt belassen, bis der IS bekämpft ist. Für viele Syrer ist nicht der IS das Problem, sondern Assad, der 75% der eigenen Bevölkerung gegen sich hat und der dafür gesorgt hat, dass 12 Millionen der 22 Millionen Syrer auf der Flucht sind, die Heimat vertrieben sind, die nicht mehr an ihren angestammten Orten sind und die auch ihre Heimat verlassen haben. Ich sehe drei Möglichkeiten. Die eine ist, die wir bereits begonnen haben, das ist die Ertüchtigung, auch Außenminister Steinmeier ist erwähnt worden, auch über unsere Entwicklungszusammenarbeit, die Minister Müller beispielhaft in Kooperation mit dem Auswärtigen Amt macht im Bereich der Ausbildung, im Bereich der Gesundheitsversorgung. Hier wird Beispielhaftes geleistet, auch durch die GIZ. Und ich auch glaube, das ist auch sehr viel Anerkennung wert. Auch das Technische Hilfswerk ist engagiert. Aber wir müssen uns auch über etwas anderes Gedanken machen. Wenn wir dort unterstützen wollen, können wir das in dieser Region auch nur, indem wir für Sicherheit sorgen und indem die entsprechenden Kräfte, Volker Kauder hat es ausgeführt, sich bewaffnet wehren und die Kurden insbesondere schützen, 1,8 Millionen Flüchtlinge, die aus den schiitischen und sunnitischen Regionen nach Kurdistan geflohen sind. Der zweite Aspekt ist, stellen wir uns eigentlich darauf ein, was passiert, wenn mehr Flüchtlinge aus der Region in Richtung Europa kommen? Müssen wir nicht vielmehr als Europäische Union uns darauf einstellen, die zivile und militärische Werkzeugkiste zu öffnen und mitzuhelfen, dass Libanon, Jordanien und auch die Südosttürkei weitestgehend durch europäisches Engagement stabilisiert wird? Und da geht es nicht um Militäreinsätze, Herr Kollege Gerke. Es geht darum, ob das zivile Engagement der Europäischen Union, Schutzzonen aufzubauen, ob wir das nicht militärisch unterfüttern durch einen entsprechenden Schutz an der Grenze von Jordanien, an der Grenze vom Libanon und an der Grenze zur Türkei. Das ist noch nicht ausreichend durchdacht. Wir müssen uns aber Gedanken machen, dass die Europäische Union handlungsfähig wird und dass sie vor den Entscheidungen, die Russland versucht zu erzwingen, kommt und wir eine Initiative starten, wie wir die Flüchtlinge in der Region halten, aber in gesicherter Umgebung. Und dazu gehört drittens, nach dem Fall von Mosul, aber auch nach dem Fall von Aleppo, wenn hoffentlich internationale Hilfsorganisationen Zugang bekommen, wie gestalten wir den Aussöhnungsprozess,
Wie gestalten wir den Prozess, Waffen wieder einzusammeln? Wie gestalten wir den Prozess des Aufbaus ziviler Infrastruktur? Klar mit europäischem Know-how, aber wie gewinnen wir die Kraftquellen aus der Region, von den Golfstaaten? Und auch, wie überzeugen wir den Iran und Saudi-Arabien, sich dort einzubringen? Ich glaube, das sind ganz entscheidende Punkte. Und parallel dazu gehört, dass die Europäische Union sich eng mit den USA abstimmt, um im Weltsicherheitsrat gegen das Vorgehen Russlands und anderer Störenfriede Partei zu ergreifen und sich ganz klar zu positionieren für Humanität, für Solidarität und für den Kampf gegen diejenigen, die die Region auseinandergebracht haben. Herzlichen Dank.